Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Livestream-Event in Vorbereitung auf den Welt-Tai-Chi- und Qigong-Tag 2023. Ich bin Sascha Lewin-Behrens. Ich bin seit einigen Jahren aktives Mitglied bei der Bundesvereinigung Tai-Chi und Qigong. Und wenn euch das Projekt hier gefällt, dann abonniert auch gerne unseren Kanal, lasst auch gerne ein Like da und empfehlt die Seite auch gerne weiter. Ja, das Thema heute ist Essenz, Qi und Geist. Jetzt schalten wir live nach Köln, wo wir das letzte Tier sehen, das Spiel des Affen mit der Kursleiterinnengruppe der Medizinischen Gesellschaft für Qigong Yangsheng. Los geht's. Viel Spaß in Köln. Das Spiel des Affen. Der Affe repräsentiert das menschliche Herz und den menschlichen Geist. Er ist neugierig, flink und gewandt, furchtlos und auch unberechenbar. Innerlich bewahrt er eine tiefe Ruhe. Die typische Handhaltung des Affen ist die Hakenhand. Vor dem Unterbauch die Handgelenke nach unten abwinkeln. Der Daumen bleibt lang und gestreckt, die Fingerenden fügen sich aneinander. Die Handgelenke sind ein wenig einander zugeneigt. Wir üben nacheinander vier Formen. In jeder Form gehen wir zwei Schritte vor und zwei Schritte zurück, halten ein wenig inne in den Ruhehaltungen. Erste Form, der Schritt des Affen. Auf dem rechten Fuß die Körperachse etwas nach rechts wenden. In den tiefen Sitz Schritt sinken. Die Gesäßkraft ist nach unten gerichtet. Der linke Vorderfuß setzt sich vorne leicht auf. Kniekraft geschlossen. Mit einem Aufrichten des Körpers die Hände in einem Kreisbogen zur Seite auffächern und wieder schließen mit einem Sinken des Körpers. Den Kreis vollenden, das Gewicht nach vorne verlagern und die Hände kehren zum Unterbauch zurück. Hakenhand. Auf dem linken Fuß das Gewicht verlagern, den rechten Fuß nach vorne setzen. Die Hände in Kreisbögen zu den Seiten auffächern, wieder schließen. Das Gewicht nach vorne verlagern und den Kreisbogen vollenden. Nun zwei Schritte zurück. Den linken Fuß schräg nach hinten setzen, das Gewicht darauf verlagern. Die Hände fingern. Auffächern, wieder schließen an den Seiten, den Kreisbogen mit einem erneuten Auffächern vollenden vor dem Unterbauch. Den rechten Fuß schräg nach hinten setzen, das Gewicht darauf verlagern, einen Kreisbogen die Hände auffächern. Der Affe ist klug und geistesgegenwärtig, allzeit wachsam. Schließen. Noch rechts. Der Affe blickt verstohlen um sich, die zweite Form. Erneut auf dem rechten Fuß in den Sitz Schritt senken, Körperachse etwas nach rechts gewandt, den linken Fuß vorsetzen. Jetzt sinkt die rechte Hakenhand neben die rechte Hüfte. Die linke öffnet sich, geht nach rechts, nach oben und bildet vor der Stirn wieder die Hakenhand. Der Affe blickt verstohlen um sich. Hakenhände sammeln sich in Brusthöhe, Finger nach unten gewandt, nach vorne hin auflösen. Hakenhände vor dem Unterbauch. Die Körperachse etwas nach links wenden, auf dem linken Fuß, den rechten Fuß gerade nach vorne setzen. Die linke Hakenhand sinkt neben die linke Hüfte.
Die rechte öffnet sich und bildet einen schützenden Rahmen um das Gesicht. Der Affe blickt verstohlen um sich. Auflösen. Nach vorne. Haken Hände vor dem Unterbauch. Den linken Fuß schräg nach hinten setzen, das Gewicht darauf verlagern, in den tiefen Sitzschritt gehen, die Gesäßkraft nach unten richten. Linke Hand sinkt neben die linke Hüfte. Rechte gleitet nach links, bildet erneut den schützenden Rahmen. Der Affe liebt es zu spielen. Und er liebt es zu kämpfen. Auflösen, vorderen Fuß zum hinteren setzen. Den rechten Fuß schräg nach hinten setzen, das Gewicht darauf verlagern. Die rechte Hand sinkt neben die rechte Hüfte. Die linke nach oben. Auflösen auf Brusthöhe. Hände vor dem Unterbauch. Die dritte Form. Der Affe pflückt Pfirsiche. Gewicht auf das rechte Bein. Das linke mit dem Vorderfuß leicht nach vorne aufsetzen. Tiefer Sitzschritt. Wo hängen die schönsten Pfirsiche im Baum? Der Affe blickt in den Baum, die Handflächen öffnen sich nach vorne oben und aus der Mitte heraus dehnt sich der Affe nach unten, streckt das Bein und reckt sich den Pfirsichen entgegen. Pflückt sie durch ein leichtes Greifen der Finger und Senken des Beckens. Nach vorne hin auflösen, ein Augenblick der Zufriedenheit. Hakenhände vor dem Unterbauch. Schritt nach rechts. Blick und geöffnete Handflächen nach vorne oben. In diese Richtung reckt sich der Affe. Respektlos stiehlt der Affe die kostbaren Pfirsiche der Unsterblichkeit. Pflückt sie. Auflösen. Lösen nach vorne, Gewichtsverlagerung nach vorne, hinterer Bein, hinteres Bein stellt sich zum Vorderen. Linkes Bein setzt sich zurück, Gewichtsverlagerung dort drauf. Der Affe stiftet Unruhe im Himmelspalast. Auf Füßen und zurückziehen. Hackenhände vor dem Unterbauch. Den rechten Fuß zurücksetzen. Ein letztes Mal. Die Bewegungen des Affen sind flink, behende und geschickt. Auflösen. Vorderes Bein stellt sich zum hinteren. Hackenhände vor dem Unterbauch wenden sich mit den Handflächen nach oben in denen jetzt schönen Pfirsiche, die kostbaren der Unsterblichkeit liegen. Gewichtsverlagerung auf das rechte Bein. Der linke Fuß stellt sich vorne auf. Der Affe bietet Früchte dar. Reicht sie nach vorne oben und senkt ein wenig sich im Becken. Auflösen nach vorne. Erneut wenden sich die Handflächen nach oben. Die runden Pfirsiche liegen darin. Gewichtsverlagerung aufs linke Bein. Den rechten Vorderfuß aufsetzen. Nach vorne oben die Früchte darreichen. Der Affe ist widersprüchlich wie der menschliche Geist. Möchte er die schönen Früchte etwa selbst verspeisen? Leichtes Zurückziehen im Becken und vorne hin auflösen.
zwei Schritte zurück. Linkes Bein zurück. Erneut. Reicht der Affe die Früchte dar? Doch sprunghaft wie das menschliche Herz ändert der Affe seine Meinung schnell und unerwartet. Den rechten Fuß zurücksetzen. Ein letztes Mal. Und aus ganzem Herzen reicht der Affe die Früchte dar. Tiefe innere Ruhe. Die Hände wenden, den vorderen Fuß neben den hinteren stellen und an den Seitenlinien des Körpers die Arme langsam zurückführen in den natürlichen Stand.